Ja, moin zusammen. Super, dass ihr auf Montagabend wieder dabei seid. Reizvoller Sieg in Wolfsburg, Transfergerüchte und ist damit der Abstiegskampf beendet? Das gilt's heute zu besprechen. Und endlich sitzen wir mal wieder hier mit einem Sieg im Rücken. So kann die Woche immer beginnen. Ihr seht einen Buschi lächeln. Und es ist einfach der Wahnsinn, was das für mein Seelenleben bedeutet, was das für eine Woche für mich bedeutet. Unheimlich gut gelaunt, sehr, sehr entspannt. Und ja, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Es fühlt sich richtig, richtig gut an. Und was ich auch richtig gut anfühlen würde, wären 18.000 Abonnenten, sind noch 70 Freitickets zu haben. Wenn ihr unter den ersten 18.000 Abonnenten dabei sein wollt, lasst jetzt ein kostenloses Abo und einen Daumen für Buschis Borussia da. Und natürlich eure Spieleinschätzung mal in die Kommentare. Da bin ich immer sehr, sehr drauf gespannt und lese mir das unheimlich gerne durch abends auf der Couch. Und ich würde sagen, ich gebe jetzt mal meine Spieleinschätzung zum Besten und meine Spielerbenotung, Transfer-News und natürlich werfen wir auch einen Blick auf die Tabelle. Ja, also in der ersten Halbzeit muss man schon wieder sagen, ich hatte wirklich zwischenzeitlich Angst, das wird eine Kopie vom Freiburg-Spiel. Du kommst eigentlich wieder gut rein, Honorar hat die erste Chance, dann fängst du dir wieder mal über links ein Tor, hast mit eigentlich auch keinen Konter, da kommt ein Pass, glaube ich, von Zwanberg ganz entspannt auf Thiago Tomás. Du hast in keiner Situation Zugriff, der spielt dir in den Rückraum, obwohl du mit einer Doppel-6 spielst, ist der da komplett alleine. Ja, und schiebt das Ding ein. Das war wieder ein sehr, sehr billiges Tor, muss man dazu sagen. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben so ein bisschen, ja, Alibi-Fußball gespielt in der ersten Halbzeit und dann ging es in die Kabine. Und dann hatte ich in der Halbzeit wirklich zum ersten Mal Schiss, wir steigen wirklich ab. Also das Szenario, ich wollte das noch nicht wahrhaben, aber in der Halbzeit habe ich zum ersten Mal dann wirklich dran gedacht, Alter, wenn wir so weiterspielen, dann erwischt es uns noch. Ja, und was dann in der Halbzeit passiert ist, würde ich gerne mal wissen. Und wir hatten natürlich auch, das muss man auch sagen, Glück gehört dann auch zu der Geschichte gestern dazu, das 1-1 von Itakura abgefälscht drin, das hatten wir die letzten Wochen halt nicht, dass sowas mal passiert, aber das musst du dir dann auch erarbeiten und dann haben wir es sehr, sehr gut gemacht. Natürlich ein weiterer Gamechanger war dann die Umstellung von Seoane Honorar auf links, Ngumu auf rechts, wo er einfach stärker ist und dass wir halt von der Bank nachlegen konnten, wie wir es in den letzten Wochen gerade in der Offensive nicht tun konnten. Ein Jordan kommt dann von der Bank, ein Thomas Schwanscherer, der ein Tor vorbereitet, kommt von der Bank, ein Reiz kommt von der Bank, der ein Tor macht, ein Hack, der den Ball noch an die Latte köpft. Ne? Und das ist dann einfach auch vielleicht auch ein Teil der Wahrheit, warum es in den letzten Wochen nicht gut gelaufen ist. Trotzdem muss ich irgendwie versuchen, ihr kennt mich, ich lasse mich nach so einem Sieg immer sehr, sehr emotional leiten, im positiven Sinne. Trotzdem muss man auch irgendwo die letzten Wochen berücksichtigen und die waren nicht gut. In allen Hinsichten nicht. Sportlich, kommunikativ vom Verein. Das Außenbild war nicht gut. Ne? Und das ist jetzt wegen einer guten Halbzeit auch nicht vergessen. Trotzdem gehört auch Lob eingebracht, weil die Jungs sich wirklich in der zweiten Halbzeit zerfetzt haben. Ich glaube, die haben dann verstanden, ey, Kacke, wir können wirklich absteigen. Und haben das Ding dann gedreht und Wolfsburg damit sehr, sehr stark in den Abstiegskampf gedrückt. Und das lieben wir natürlich doll. Und was wir auch lieben, ist Buschis Spielbewertung. Ich finde es brutal schwierig heute, bin ich ganz ehrlich, die Jungs zu bewerten. Weil die erste Halbzeit war nicht gut, auch nicht komplett kacke. Aber das war wieder so ein Alibi-Fußball. Die zweite Halbzeit war gut. Ich würde sagen, hätte ich jetzt die letzten Wochen nicht so erlebt, wie ich sie erlebt habe, mit teilweise sehr, sehr schlechten Leistungen, dem Pokal aus in Saarbrücken, würde man sagen, solides Auswärtsspiel, was ja auch im Endeffekt war. Ich habe Olschowski im Tor, das müssen wir mal gerade wechseln, Omlin ins Tor. Ja, fangen wir einfach an. Omlin hat sicher gewirkt, war für ihn auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass du das Spiel gewinnst. Hat dann auch wirklich noch eine gute Parade kurz vor Schluss rausgeholt, einen Kopfball, den er rausholt. War auch sicher beim Rauskommen, so hatte ein, zwei Unsicherheiten auch ab und zu mal, wo er den Ball klatschen hat lassen, aber ja, absoluter Rückhalt ist dann auch vorangegangen und ich glaube auch gerade für Omlin ist es unheimlich wichtig, auch jetzt mal mit einem Sieg ja, nach Hause fahren zu dürfen aus Wolfsburg. Ich fand es eine solide Leistung, jetzt keine überragende Torwartleistung, eine ganz normale 3, solide ist bei mir immer 3. Stevie Leiner, in der Fünferkette haben wir gespielt, ja, Stevie Leiner zum ersten Mal, glaube ich, über 90 Minuten nach seiner Krebserkrankung durchgezogen, wenn mich nicht alles täuscht. War bemüht, ne? Wenn du natürlich Honorar und Ngumu vor dir hast, musst du natürlich auch zusehen, dass du die Seite hinten dicht bekommst. Das hat er aus meiner Sicht auf jeden Fall hinbekommen.
offensiv immer mal wieder angetrieben, aber dafür hatten wir halt auch genug, waren die Jungs da vor ihm dann gut genug aufgelegt an dem Tag. Und ich würde auch sagen, das ist einfach eine solide 3 von Stevie. Nicht sonderlich spektakulär, nicht unheimlich überragend, sondern eine gute Leistung. Und das ist bei mir eine 3, also eine solide Leistung. Ne? Elvedi. Ich tue mich bei Elvedi auch in der zweiten Halbzeit hatten halt alle Jungs eine komplett andere Körpersprache. In der ersten Halbzeit habe ich mir wirklich gedacht, Alter, was haben wir denn jetzt schon wieder? Ne? Ich habe mir das wirklich. Deswegen fällt mir die Benotung auch unheimlich schwer, weil ich Elvedi gerade von der Körpersprache in der ersten Halbzeit mir gar nicht gefallen hat. Hat aber dann in der zweiten Halbzeit wie alle halt auch ein anderes Gesicht gezeigt. Und das gilt es halt auch zu bewerten. Hat auch sehr gut nach vorne verteidigt, fand ich dann in ein, zwei Situationen. Ich würde ihn. Auch, also ich finde, es ist ein solides Spiel, eine 3. Viele werden bei mir jetzt eine 3 bekommen. Marvin Friedrich gebe ich gar nicht aufgrund der sportlichen, schon wegen auch seiner sportlichen. Ich fand, er hat gestern wirklich solide gespielt. Und bei der ganzen Kritik, die Marvin Friedrich aus dem Bereich Social Media dann bekommt, von Fans bekommt, auch von Trainerentscheidungen, die ich nicht unbedingt nachvollziehen muss, warum er in einem guten Spiel im Heimspiel gegen Bochum, danach wieder auf die Bank muss. Er stellt aber immer seinen Mann, wenn er ran muss. Gestern wieder in der Dreierkette. Hat er aus meiner Sicht gut gemacht. Die Körpersprache von Marvin Friedrich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dass er da immer seinen Mann steht, finde ich einfach, spricht für seinen Charakter. Und wir brauchen Charaktertypen. Und deswegen geht er von mir mit 2 Minus. Wöber. Erste Halbzeit wild. Erste Halbzeit war Wöber echt nicht auf dem Platz, fand ich. Ne? Schwieriges Passspiel teilweise. Dann hatte er aber trotzdem in der ersten Halbzeit mit unsere größte Chance mit dem Kopfball nach der Ecke. Auch beim Gegentor lässt er den Schnittstellenpass zu, also stellt den Passweg da nicht zu. Deswegen kommt der Ball auch zu Thiago Tomás. Ob das jetzt Netz sein Mann ist oder Wöber, mag ich taktisch gar nicht so doll bewerten, aber. Ja, da waren beide ihre Aktien drin, auch in Gumu. Ich würde mal Wöber eine 3 Minus geben. Hat sich natürlich auch in der zweiten Halbzeit unheimlich gesteigert. Ne? Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu, ganz klar. Aber wie alle. Luka Netz, wie gesagt, defensiv ist das ab und zu wirklich sehr, sehr schwierig. Oder nicht ab und zu, muss glaube ich manchmal auch schon mittlerweile größtenteils defensiv. Einfach noch nicht Bundesliga-reif manchmal. Ich glaube, dass auch wenn es hart klingt, muss man das sagen. Was mir mal immer wieder sehr, sehr gut gefällt. Und so hat er auch, ja, so nicht, aber er hat nun mal das 1-1 von Itakura vorbereitet mit dem Pass auf ihn und Itakura knallt ihn dann rein. Ne? Aber sind seine offensiven Vorstöße, wenn er dann mal anläuft und Tempo aufnimmt, wird es dann oftmals sehr, sehr gefährlich. Ne? Auch beim 2-1 ist er mit, wo er gut kombiniert mit Netz, also er spielt den Pass auf Player spielt ihn auf Honorar und dann legt Honorar ihn quer auf den Gumu, war er auch wieder da drin. Offensiv würde ich Luka Netz sogar fast 3+2 geben. Defensiv war es gestern wieder ja eher durchwachsen und deswegen bin ich auch 3-. Ich habe ihn jetzt nicht besser gesehen als Wöber, aber offensiv gefällt mir Luka Netz. Also bringt da wirklich mit seinen offensiven Anläufen wirklich Tempo rein. Ne? Ist halt kein Linksverteidiger. Ne? Das muss man, glaube ich, mittlerweile einfach einsehen. Dann haben wir mit einer Doppel-6 gespielt. Itakura hat mich überzeugt mit Weigel auf der Doppel-6. Das war schon in Ordnung. Wir haben jetzt auch nicht so viele Torchancen zugelassen, obwohl das Krasse ist halt, wir sind eigentlich in allen Statistiken schlechter gewesen. Also Expected Goals Wert waren wir schlechter. Wir hatten weniger Torschüsse, wir hatten weniger Ballbesitz, wir sind weniger gelaufen. Wir haben eigentlich alle Statistiken verloren, alle relevanten, aber gewinnen 3-1. Ne? Das gehört dann auch manchmal dazu. Und eventuell gibt uns das mehr Kompaktheit mit Itakura und Weigel auf der 6. Itakura 1-1 gemacht, musste dann raus, angeschlagen in der 70. Hoffen wir mal, dass er fit wird. Ich würde ihm aber eine 2 Minus geben. Itakura auf der 6 gefällt mir. Dann können wir auch noch wahrscheinlich auch mit Marvin Friedrich in der Innenverteidigung bauen. Itakura hat auch eine gewisse Präsenz da im Mittelfeld. Deswegen gebe ich ihm eine 2 Minus. Jule Weigel gewinnt einen ganz, ganz wichtigen Zweikampf vor dem 3-1 mit der Balleroberung. Wie alle. Also erste Halbzeit Jule Weigel auch irgendwie so ein bisschen wieder durch den Wind. Ne, aber in der zweiten Halbzeit echt wieder, also wirklich die Balleroberung war erste Sahne vor dem 3-1. Ganz, ganz wichtig. Und
Deswegen gebe ich ihm auch eine 3. Also wie gesagt, du kannst theoretisch allen in der zweiten Halbzeit keinen Vorwurf machen. Ne? Und das ist dann ein solides Auswärtsspiel. Und wann ist jetzt unser zweiter Auswärtssieg, wenn mich nicht alles täuscht? Deswegen kann ich jetzt hier nicht komplett die schlechten Noten geben. In Gumu ist, wie gesagt, das Tor lässt, man kann sich jetzt vor dem Tor krass blenden lassen. Ganz klar, was festzuhalten, er ist einfach viel, viel stärker auf rechts. Das muss man sagen, aber wenn man manche Abschlüsse von ihm sieht, manche Passspiele, manche Ballannahmen, muss man einfach sagen, dass bei Ngumu manchmal auch an den Basics einfach fehlt. Ne? An wirklich einem geradlinigen Torabschluss, da gab es in der ersten Halbzeit eine Szene, wo er den Ball einfach geradeaus ins Aus schießt, obwohl er aufs Tor schießen wollte. Trotzdem hat er halt das 2-1 gemacht, was unheimlich wichtig war und hat dann auch noch stark gespielt, muss man sagen. Aber ich gebe ihm mal eine 3-, weil er muss zwingend noch an so ein paar Sachen arbeiten, damit das wirklich noch ein Top-Bundesliga-Spieler werden kann. Tempo hat er. Er hat auch, glaube ich, jetzt mittlerweile 4 Tore gemacht. Also einen Torriecher hat er irgendwo auch. Aber er muss noch ein bisschen an seiner Technik und seinem Torabschluss feilen, weil das ist noch nicht oberes Bundesliga-Niveau. Sagen wir es mal freundlich. Ja, und Honorar für mich, Man of the Match. Also fing schon in der ersten Halbzeit an, wo er direkt in den ersten paar Minuten den einen Hops nimmt und dann mit unheimlichem Tempo aufs Tor geht und den Abschluss sucht. Wieder ein Tor vorbereitet, hat diese Saison schon 13 Scorer gemacht. Das sind über, ich glaube, knapp 30% unserer Tore ist Honorar direkt beteiligt. Einfach extrem starker Wert. Mannschaftsdienlich, spielt auf links genauso gut wie auf rechts. Und deswegen gebe ich ihm 2+. Hätte er noch ein Tor gemacht, hätte er von mir die 1 bekommen. Und Player ist eine 3. Er hat in der ersten Halbzeit, finde ich, Player hat irgendwie alles versucht, ist auch der Einzige gewesen, der so ein bisschen Spielwitz auch hatte, der den Ball gefordert hat, der kreative Ideen hatte, immer mal wieder auch, was heraufbeschworen hat. Spielt dann den Pass auch vor dem 2-1 auf Honorar, der den dann querlegt. Das war auch eine gute Kombination beim 2-1, muss man sagen. Gut herausgespielt und insgesamt gebe ich der Mannschaft eine 3. Das war eine solide Auswärtsleistung und manchmal gewinnst du dann halt gegen einen schwachen VfL Wolfsburg 3-1 auswärts. Und so kann es gehen und so muss es weitergehen. Und dann kommen wir zu unseren Einwechselspielern. Da hatte ich am Anfang auch schon gesagt, wenn du dann halt einen Reiz und einen Hack hast, die dann fast schon vorher das 3-1 machen, beziehungsweise den Kopfball da, ich glaube, das wäre das 3-1 gewesen, wo Hack den Kopfball an die Latte setzt, nach Vorbereitung von Reiz, Reiz dann unnachahmlich, nach einem Top-Querpass von Thomas Schmanscherer, dem ich vom Herzen gönne, das Ding dann reinschraubt und Thomas Schmanscherer ist halt jemand, den wir brauchen, der ist eklig, der rennt jeden Ball hinterher, holt sich auch mal eine gelbe Karte, aber auch wenn sie unnötig ist, ich bin froh, dass wir den Jungen wieder haben und wir müssen beten, dass Thomas Schmanscherer sich in den kommenden Wochen nicht verletzt, sondern jetzt wirklich mal am besten eine Saison komplett fit bleibt und dann, glaube ich, werden wir noch viel, viel Freude an dem Jungen haben. Und am meisten gönne ich das den Fans, die gestern im Block standen und in den letzten Wochen oftmals Scheiße fressen mussten und gestern mit einem guten Gefühl aus Wolfsburg abreisen konnten. Das gönne ich ihnen am allermeisten den Fans. Und damit ist meine Berechnung durch und jetzt werfen wir einen Blick auf die Tabelle. Gladbach auf Platz 11, unsere Borussia 8 Punkte. Bis Platz 16, 5 bis Platz 7, das reicht, ich rechne es euch jetzt vor. Platz 7 wird die Conference League sein, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt. Platz 8 wird die Conference League sein, wenn Leverkusen den Pokal gewinnt. Und wir in dieser 5-Jahres-Wertung, wo es nach aussieht, aktuell noch einen weiteren Startplatz bekommen für die Champions League. Also könnte theoretisch Platz 8 für Europa reichen. Sollten wir nächste Woche in ein Fußballfest oder diese Woche Samstag in ein Fußballfest gegen den BVB sehen und wir Thomas Schwanscherer Masterclass erleben und wir die 3-1 nach Hause schicken, dann steigen wir nicht ab, dann fahren wir noch nach Europa. Also wie gesagt, kann ja alles sein, dass wir endlich mal nach 2 Jahren wieder 2 Siege in Folge holen gegen den BVB und dann steigt das große Europa-Duell in Hoffenheim. Übernächste Woche dann. Warten wir mal ab, nicht zu viel träumen. Ganz, ganz wichtig, aber es ist natürlich schon Balsam auf die geschundene Fohlenseele, das muss man schon sagen. Und
Borussia Mönchengladbach kurz vor überraschender Verpflichtung von Neuzugang. Da geht es um Hartl, die TZ in München hat es aufgenommen, die Frankfurter Rundschau hat es aufgenommen und sie beziehen sich natürlich auf die beste Quelle. Hier steht es, Buschis Borussia im Interview mit Marder und Oehlbacher bei Sky. Mal gucken, ob der Hartl-Transfer durchgeht. Es wäre sehr, sehr spannend. Ich würde mich freuen, wenn er ablösefrei kommt. Wir werden es in den kommenden Wochen erleben, ob dieser Mann zu unserer Borussia kommt oder auch nicht. 25 Scorer spricht auf jeden Fall für ihn und mit Robin Hack haben wir da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Martin Stranze spricht es auch nochmal an. Das war immer der Borussia-Weg oder beziehungsweise der Gladbach-Weg, den Kader zu erneuern. Und da spricht er auf die Corona-Zeit an, dass man da einfach die Spieler gehalten hat. Das war so das zweite Jahr von Rose, ne? Wo man dann ja noch weiter wollte als Champions League. Das ist dann schiefgegangen. Ne? Das ist so ein Baustein, der in den letzten Jahren schiefgegangen ist. Du konntest die Spieler nicht mehr verkaufen und dementsprechend ersetzen. Hoffen wir mal, dass wir das wieder hinbekommen. Und ich würde mir schon gönnen, wenn Martin Stranzl mal wieder eine Funktion im Verein bekommt, weil der kann den Verein halt auch wirklich repräsentieren nach außen und hat Ausstrahlung. Würde ich mir wünschen, warten wir mal ab. Ich gehe mal nicht davon aus und es wird definitiv einen Abgang geben. So wie die Bild berichtet, wird Oscar Fraulo in Utrecht bleiben. Da ist wohl eine Ablöse von 2 Millionen fällig. Gucken wir mal, ob die Zahlen wirklich so stimmen. Aber Oscar Fraulo wird höchstwahrscheinlich nicht mehr zurück zu unserer Borussia kommen. Hat sich einfach gut gemacht beim FC Utrecht mit 5 Torbeteiligungen. Und einer, den es bitter getroffen hat, ist unser Ivandro Borges Sanchez mit einem Kreuzbandriss. Da kenne ich mich bestens aus. Da kann man nur gute Besserungen wünschen. Damit ist die Laie auch eigentlich ist nicht eigentlich, sondern ist die Laie quasi auch schon gescheitert, muss man sagen. Hoffen wir, dass der Junge schnell wieder fit wird, den Kreuzbandriss auskurieren kann. Und dann mal gucken, wie es mit seiner Karriere bei unserer Borussia weitergeht, ob man dann nochmal eine Laie versucht im kommenden Jahr oder man ihn selber erstmal in der zweiten aufbaut. Sei erstmal dahingestellt. Ja, und Pavlidis will nach der Saison den AZ Alkmaar verlassen. Da waren wir immer mal dran. Auch hier in dem Artikel werden wir genannt. Da steht allerdings eine Ablöse von 15 bis 18 Millionen im Raum. Dass wir das machen, glaube ich nicht. Aber warten wir mal, was Chefkoch Rollo, den ich sehr, sehr hart kritisiert habe die letzten Wochen, im Sommer macht. Grundsätzlich, wir haben jetzt 3 Punkte. Es hat sich nicht viel geändert. Die letzten Wochen waren wirklich sehr, sehr beschissen. Das war aber trotzdem Balsam auf unsere Seele und hoffen wir, dass es so weitergeht und wir noch einen versöhnlichen Saisonabschluss irgendwie hinbekommen. Und damit, Forza Borussia. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia.